Name ist Torvald Franke und in diesem Video möchte ich mein neuestes Buch vorstellen. Der Titel meines neuesten Buches lautet Kritische Geschichte der Meinungen und Hypothesen zu Platons Atlantis von der Antike über das Mittelalter bis zur Moderne. Für gewöhnlich wird uns die Geschichte der Atlantis-Hypothesen auf folgende Weise präsentiert. In der Antike hielt kaum jemand Atlantis für einen realen Ort. Im Mittelalter befasste sich überhaupt niemand mit Atlantis und mit der Entdeckung Amerikas explodierte dann die Zahl der verrückten Lokalisierungshypothesen überall auf der Welt. Die Wissenschaft jedoch hielt Atlantis schon immer für eine Erfindung. Doch um es kurz zu sagen, diese Darstellung der Geschichte der Atlantis-Hypothesen ist falsch. Ganz falsch. Zahllose, große und kleine Irrtümer sowohl von Atlantis-Skeptikern als auch von Atlantis-Befürwortern müssen korrigiert werden. In der Antike ist es keineswegs so, dass kaum eine Atlantis für real hielt. Das Gegenteil ist der Fall. Fast alle antiken Autoren neigten mehr oder weniger dazu, Atlantis für real zu halten. Der erste namentlich bekannte Atlantis-Skeptiker trat sogar erst 500 Jahre nach Platon auf. Mein neues Buch klärt die falschen Einschätzungen von Atlantis-skeptischen Wissenschaftlern gründlich auf. Häufig trafen diese falschen Einschätzungen bereits auf die Kritik von anderen Wissenschaftlern, doch wurde deren Kritik nicht bekannt. Es gibt aber auch von Seiten der Atlantis-Befürworter viele falsche Einschätzungen. Diese glauben zum Beispiel, Spuren von Atlantis in allen möglichen alten Texten gefunden zu haben, wo gar keine sind. Sei es in der Bibel, in der Edda oder auch im indischen Mahabharata. Mein Buch präsentiert auch einige antike Autoren, von denen bisher noch niemand wusste, dass sie über Atlantis geschrieben haben. Zum Beispiel der berühmte Arzt Galenus oder Marcianus Capella, der für die Überlieferung des antiken Wissens an das lateinische Mittelalter von Bedeutung war. Ebenfalls ein wichtiger Autor für das spätere Mittelalter war Chalcidius, der Platons Dialog Timaios ins Lateinische übersetzte. Weniger bekannt ist, dass Chalcidius dieser Übersetzung auch einen Kommentar beifügte, in dem er sich über seine Einschätzung der Atlantis-Erzählung äußerte. Noch interessanter sind zahlreiche antike Autoren, die Atlantis zwar nicht explizit erwähnen, aber so dicht an das Thema rühren, dass man dennoch darauf schließen kann, dass sie Atlantis für real hielten. Mit diesen Autoren hat sich bislang praktisch noch niemand befasst. Dabei sind sie zahlreich und wichtig. Solche Autoren finden sich zum Beispiel im Zusammenhang mit der Debatte zwischen dem Christentum und der platonischen Philosophie. Christliche Autoren in der Spätantike glaubten teilweise, dass die Welt vor wenigen tausend Jahren erschaffen wurde und dass ägyptische Quellen nicht zuverlässig seien, denn sie verachteten Ägypten als ein Land der Vielgötterei. Die platonischen Philosophen hielten dagegen, dass die Welt 9000 Jahre und älter sei, und sie argumentierten mit Wissen aus Ägypten, womit sie sich erkennbar auf Platons Dialog Timaios und die darin enthaltene Atlantis-Erzählung beriefen, die ja aus Ägypten stammen soll. Auch wenn diese platonischen Philosophen dies nicht immer explizit aussprachen. Im Mittelalter finden sich bei genauem Hinsehen erstaunlich viele Autoren, die sich mit Platons Atlantis befasst haben. Ein Grund dafür ist, dass das Mittelalter von allen Dialogen Platons praktisch nur den Dialog Timaios kannte, in dem bekanntlich die Einführung zur Atlantis-Erzählung enthalten ist. Man könnte deshalb sogar sagen, im Mittelalter kam niemand an Atlantis vorbei. Im 11. und 12. Jahrhundert
fühlten sich die Anhänger der sogenannten Schule von Chartres, der Philosophie Platons, besonders verpflichtet. Gleich der Begründer dieser Schule, Bernhard von Chartres, ließ in seinem Kommentar zu Platons Timaios erkennen, dass er Atlantis für real hielt. Er verknüpfte Platons Vorstellungen von der Vorzeit mit der christlichen Vorstellung vom Paradies. Das Paradies wurde damals, im Mittelalter, natürlich für real gehalten, ebenso dann auch Atlantis. Der berühmteste Gelehrte aus der Schule von Chartres, Wilhelm von Conches, schlug einen anderen Weg ein. Er lehnte die Existenz von Atlantis explizit ab, ohne dafür jedoch irgendwelche guten Gründe anzugeben. Gleichzeitig hatte Wilhelm von Conches aber überhaupt kein Problem damit, Platons Ur-Athen aus derselben Atlantis-Erzählung für real zu halten und über ein Alter der Welt von 15.000 Jahren zu spekulieren. Platons Atlantis wurde auch in zahlreichen geografischen Werken des Mittelalters erwähnt, so zum Beispiel bei Honorius Augustodunensis oder bei Walter von Metz. Ab dem Jahr 1200 begann sich das geistige Klima des Mittelalters zu verändern. Zum einen wurde Platon durch Aristoteles als führender Philosoph abgelöst. Das drängte die Beschäftigung mit Atlantis ein wenig in den Hintergrund. Man beachte aber, dass Aristoteles sich nicht gegen die Existenz von Atlantis aussprach. Die Auffassung, dass sich im Mittelalter angeblich niemand mit Platons Atlantis befasste, weil Aristoteles sich angeblich gegen die Existenz von Atlantis ausgesprochen hätte, ist nachweislich falsch. Dieser Irrtum kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf. Zum anderen verschärfte sich um 1250 die kirchliche Inquisition. Dadurch wurde es von nun an schwierig, von einem anderen Alter der Welt auszugehen als von dem biblischen Alter der Welt, da es die Theologen auf nur wenige tausend Jahre ansetzten. In dieser Zeit fingen zahlreiche Gelehrte damit an, die 9000 Jahre in Platons Atlantis-Erzählung als Mondjahre, also Monate, zu interpretieren, um weiterhin unbehelligt von Atlantis als einem realen Ort sprechen zu können. So zum Beispiel auch Kardinal Pierre d'Ailly. Eines der geografischen Werke des Pierre d'Ailly wurde auch von Christoph Kolumbus verwendet. Die Entdeckung Amerikas brachte der Frage nach Atlantis neuen Auftrieb. Die einen meinten, Amerika sei das gegenüberliegende Festland, das in Platons Atlantis-Erzählung erwähnt wird. Die anderen meinten, Amerika selbst sei vielleicht Atlantis. Aber anders als viele heute meinen, explodierte zu dieser Zeit die Zahl der Lokalisierungshypothesen zu Atlantis noch nicht. Es wurde lediglich die wörtliche Lokation im Atlantik um die Möglichkeit erweitert, dass vielleicht Amerika Atlantis war, das ja auch im Atlantik liegt. Die Entfesselung der verschiedenen Lokalisierungshypothesen geschah erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die Wissenschaft sich von der Frage nach Atlantis abwandte, wodurch die Wissenschaft die Frage nach Atlantis der Pseudowissenschaft überließ. Es gab immer eine gewisse Skepsis gegenüber der Existenz von Atlantis. Doch immer überwog die Neigung, Atlantis mehr oder weniger für real zu halten. Erst Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts begann die Meinung unter den Wissenschaftlern zu kippen und die Atlantis-Befürworter gerieten in die Minderheit. Außerdem glaubte man jetzt, die Gewissheit zu haben, dass Atlantis nicht existierte, während der Zweifel früherer Zeiten sich nie wirklich ganz sicher war. Einen ersten Meilenstein zur Etablierung des Zweifels setzte Michael Hissmann 1781. Doch auch nach Hissmann gingen die Meinungen munter weiter durcheinander, auch in der Wissenschaft. Dennoch behauptete Professor Franz Susemihl aus Greifswald im Jahr 1855 kurzerhand, dass sich angeblich eine wissenschaftliche Tradition herausgebildet hätte, der zufolge Atlantis eine Erfindung sei.
Obwohl es diese wissenschaftliche Tradition keineswegs gab, setzte sich die Meinung von Franz Sousemil durch. Es ist zudem hochinteressant zu sehen, welche fundamentalen Irrtümer Franz Sousemil bei seiner Argumentation gegen die Existenz von Atlantis beging. Schließlich erschien im Jahr 1896 ein überarbeiteter Lexikonartikel in dem führenden wissenschaftlichen Lexikon Paulis Realenzyklopädie. Dieser Artikel zementierte die Atlantis-Skepsis in der Wissenschaft. In diesem Artikel wurde dann auch das völlig irrige Argument benutzt, dass sich angeblich auch Aristoteles gegen die Existenz von Atlantis ausgesprochen hätte. Seit damals hat sich die wissenschaftliche Meinung über Platons Atlantis nicht mehr wesentlich verändert, obwohl sie auf Oberflächlichkeiten und Irrtümern aufgebaut ist. Für das 20. Jahrhundert können wir feststellen, dass Platons Atlantis zum Spielball der politischen Ideologien geworden war. Im Kalten Krieg galt Platon als Vordenker einer geschlossenen Gesellschaft, konkret als Vordenker des Kommunismus. Demgegenüber wurde Aristoteles als Vordenker des freien Westens konstruiert. Atlantis wurde damit als quasi kommunistische Utopie fehlinterpretiert. Man hielt Platons Atlantis für einen Fall von politischer Lüge und verglich Platons Konzept eines Täuschungsmythos mit der kommunistischen Propaganda. Die Person des Kritias, der die Atlantis-Erzählung in den Dialogen Platons vorträgt, wurde nur allzu gerne mit dem Tyrannen Kritias identifiziert, statt zum Beispiel mit dem sogenannten älteren Kritias. Auf diese Weise kam eine chronologische Unmöglichkeit in die Überlieferungskette der Atlantis-Erzählung hinein und viele glaubten damit schon einen Beweis dafür gefunden zu haben, dass Atlantis eine Erfindung war. Doch weit gefehlt. Manche glauben auch heute noch, dass Atlantis ein wesentlicher Bestandteil der Ideologie des Nationalsozialismus gewesen wäre. Doch auch das ist nicht so. In einer akribischen Untersuchung wird in meinem Buch herausgearbeitet, dass Atlantis kein Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie war. Bei der Verknüpfung von Atlantis und Nationalsozialismus handelte es sich vielmehr um die privat gebliebene Minderheitsmeinung von einzelnen Nationalsozialisten. Nur eine Minderheit von Anhängern des Nationalsozialismus, zum Beispiel Heinrich Himmler, glaubte an Atlantis als einen realen Ort. Abgesehen davon, dass Himmler unter Atlantis ohnehin etwas ganz anderes verstand als Platon. Adolf Hitler hielt gar nichts von Atlantis. Es ist sogar eine Spottrede Hitlers über Atlantis-Befürworter erhalten. Das Tonband gibt das Gelächter des nationalsozialistischen Publikums über Atlantis-Befürworter wieder. Was den Sozialismus anbelangt, wusste man bisher wenig von ideologischen Verknüpfungen mit Platons Atlantis. Dabei finden wir Platons Atlantis gewissermaßen in der Wiege des Sozialismus. Der französische Frühsozialist Henri de Saint-Simon, der praktisch als der Begründer des Sozialismus gilt, war ideologisch von seinem Onkel Maximilien Henri de Saint-Simon beeinflusst und dieser Onkel erblickte in Platons Atlantis tatsächlich das Urbild einer idealen Gesellschaft. Dieser fundamentale Irrtum von Saint-Simon ist sehr bezeichnend. Denn Platon sah in Atlantis keineswegs eine ideale Gesellschaft, sondern im Gegenteil das negative Gegenbild zu einer idealen Gesellschaft. Die ideale Gesellschaft sah Platon in Urathen, nicht jedoch in Atlantis verkörpert. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende dieses kurzen Überblicks über mein neuestes Werk angelangt.